Ja, das Transferfenster ist noch ungefähr 16 Tage geöffnet und Freddy Bobic äußert sich jetzt auch immer mal wieder in Interviews, dass es noch ein sehr kräftezehrender Akt wird, bis dann schlussendlich der Kader für die kommende Saison steht. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute soll es genau noch einmal um die neuesten Transfer-News rund um Hertha BSC gehen und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und schauen direkt auf die erste Personalie und sprechen noch einmal über Rune Jahrstein, denn dieses Thema wurde heute wieder natürlich mit neuen Informationen ausgestattet. Und zwar steht es jetzt fest, bei Hertha BSC wird es zwei Gipfeltreffen geben. Und das ist schon mal eine sehr interessante Entwicklung. Wie wir wissen, Rune Jahrstein, da kam ja gestern leider ein Bericht online, der hat sich im Training negativ geäußert. Und zwar negativ geäußert gegenüber Andi Menger. Er ist dort aufgefallen und Freddy Bobic hat ganz klar gesagt, dass der Vorfall unter der Gürtellinie geht und dass dementsprechend dort eine Vertragsauflösung von Hertha BSC die favorisierte Variante ist. Sport.de schreibt, dass zwei Gipfeltreffen wegen des Eklats rund um Rune Jahrstein angetreten sind. Zum einen wird es ein Treffen geben mit dem Berater von Rune Jahrstein und Hertha BSC und man möchte dann schlussendlich auch eine Vertragsauflösung verhandeln, sodass Rune Jahrstein den Verein hier auch natürlich permanent und vor allem fest verlassen kann. Und dieses Treffen sei laut der Bild eines von zwei wichtigen Treffen, was die Personalie rund um Rune Jahrstein angeht. In der ersten Linie geht es darum, erstmal den Vertrag von Rune Jahrstein aufzulösen und damit natürlich auch unsere langjährige Nummer 1, unseren natürlich Helden, der uns in der Saison 17, in der Saison 16-17 tatsächlich auch zur Europa League gehalten hat, der uns jahrelang vertreten hat im Tor und der jahrelang hier die Nummer 1 war. Es geht darum, ihn zu verabschieden und das zweite Gipfeltreffen steht dann die klubinterne Frage auf dem Zettel, wer soll der Nachfolger von Rune Jahrstein sein? Ob es überhaupt einen Nachfolger geben soll und wer könnte Rune Jahrstein ersetzen? Denn man muss eben schauen, sollte Rune Jahrstein den Verein verlassen und so sieht es ja momentan aus, denn man möchte mit ihm den Vertrag auflösen, hätten wir auf der Torhüterposition exakt drei Spieler. Wir hätten mit Oliver Christensen einen 23-jährigen jungen Torhüter, der meiner Meinung nach fast noch ein bisschen zu unsicher ist, um die langfristige Nummer 1 zu sein. Wir hatten Tjaak Ernst und Tjaak Ernst ist 19 Jahre alt, ist auch relativ jung, ist diese Saison tatsächlich für die, die es noch nicht wussten, vom VfL Bochum gekommen. Wir haben, glaube ich, eine Ablösung rund um 700.000 Euro für ihn bezahlt. Und dann haben wir natürlich noch einen weiteren Jugendtorhüter bei uns im Kader, und zwar Robert Quasriger. Auch eine sehr interessante Personalie. Jugendtorhüter bei uns, auch Torhüter mit bei der zweiten Mannschaft. Wir hatten natürlich noch einige andere Torhüter bei uns, natürlich im gesamten Kader auch mit in der zweiten Mannschaft. Zum Beispiel muss man da Philipp Sprint erwähnen. Philipp Sprint ist auch ein etwas älterer Torhüter, kommt aus unserer eigenen Jugend, spielt momentan bei unserer zweiten Mannschaft, ist etwas älter, so um die 27 und vielleicht könnte er ja auch in den Profikader aufrücken. Aber man muss festhalten, wir haben einen sehr unerfahrenen Torhüter und Hertha BSC möchte sich dementsprechend natürlich noch verstärken und es wird eine Leihe eines vielleicht Torhüters berücksichtigt. Man muss festhalten, Hertha schaut wohl trotzdem nach einem weiteren Torhüter, aber die Finanzmittel bei uns sind natürlich, wie wir es wissen, knapp. Man hat gerade jetzt erst einen Transferüberschuss erzielt und man muss schlussendlich eben aufpassen, wen man als neuen Torhüter verpflichtet. Am besten wird dort eine Leihe eines routinierten und erfahrenen Torhüters anvisiert. Und ich glaube, das wäre auch erstmal die beste Variante. Es muss erstmal geschaut werden, wie man das Dilemma rund um Rune Jahrstein sowieso erstmal auflösen kann. Und danach schaut man nach einem neuen Torwart. Und es wird sich wahrscheinlich noch ein, zwei, vielleicht sogar bis zum Ende der Transferphase hinziehen, bis wir hier einen neuen Torhüter vorgestellt bekommen. Es wurde auch schon bereits debattiert, ob möglicherweise ein ablösefreier Torhüter zu uns wechseln könnte. Da wurden zwei Namen genannt, und zwar Noam Baumann und Richard Strebiger. Strebiger kommt unserer eigenen Jugend. Aber ich glaube, man versucht sich wirklich eher in einer Leihe eines routinierten Torhüters, zum Beispiel einem Ersatztorhüter von gewissen anderen Vereinen. Denn es ist wichtig, Erfahrung und natürlich auch Qualität auf unserer Nummer 2 der Torhüterposition natürlich auch umzusetzen. Meiner Meinung nach können wir jetzt aber auf jeden Fall hoffen, beziehungsweise müssen auf jeden Fall hoffen, dass Oliver Christensen als langfristige Nummer 1 funktioniert. Ich möchte ja nicht zu viel urteilen über Oliver Christensen, aber die ersten zwei, drei Spiele wirkten echt unsicher. Zum Beispiel haben wir gegen Eintracht Braunschweig exakt 4 Tore aufs Tor bekommen und alle 4 waren drinne. Das gleiche gilt für Eintracht Frankfurt. Ein Tor aufs Tor, beziehungsweise ein Schuss aufs Tor von Frankfurt auf unser Tor und auch dieser Schuss war drinne. Bisher wirkt Oliver Christensen nicht als die sichere Nummer 1. Er wirkt ab und zu einfach ein bisschen nervös. Er fängt nicht alle Bälle, die er sicher haben müsste, auf und ich hoffe, dass Christensen
Christen sich jetzt fängt und dass er auch dieses Vertrauen, welches man momentan der Christen natürlich schenkt, auch weiterhin präsentieren kann. Nichtsdestotrotz, Christen ist ganz wichtig laut dem Bericht von Sport.de als langfristige Nummer 1 geplant und der neue geliehene Spieler soll dann als Ersatzmann für Christen fungieren, der vielleicht noch ein bisschen Power von der Bank bringen kann. So viel erstmal zu der Torhüter-Thematik. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch, like gerne dieses Video, sollte euch heute hier dieses Video gefallen. Abonniert gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen und joint auch gerne, falls ihr Discord habt, auf meinen Discord-Server. Für die nächsten Streams plane ich ein paar Community-Runden, das heißt joint gerne rauf. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und jetzt gehen wir auch schon auf die zweite Thematik ein und sprechen über Derek Boyata. Denn Derek Boyata, so bestätigt Freddy Bobic im Interview bei Sky, soll in Kürze den Verein verlassen. Freddy Bobic hat sich nämlich kurz vor dem Anpfiff des Spiels Hertha gegen Frankfurt bei Sky im Interview gestellt und hat sich dort natürlich auch nochmal zu Derek Boyata geäußert und dort hat er ganz klar gesagt, dass er in Kürze einen Boyata-Vollzug erwartet und dass damit Derek Boyata Vorwechsel von Hertha BSC wegsteht. Und man muss eben zusammenfassen, Derek Boyata hat nie wirklich langfristig bei uns funktioniert, keine Frage. Er war teilweise ein richtig guter Innenverteidiger, da sind mir richtig gute Spiele in Erinnerung geblieben und er hat auch mit dem Tor im Relegationsrückspiel dazu beigetragen, dass wir in der ersten Liga sind und er hat auch unter Felix Magath richtig gut funktioniert. Aber er war nie langfristig in der Lage, die guten Leistungen konstant zu halten. Und er hat auch nie als Kapitän wirklich die Kapitänsaufgaben wirklich mit komplettem Herz übernommen. Und somit finde ich den Schritt, sich von Boyata zu trennen, vor allem nach dem Spiel gegen Braunschweig, die richtige Entscheidung. Wichtig aber ist es meiner Meinung nach, trotzdem sich nochmal auf dieser Innenverteidigerposition zu verstärken, weil ich möchte nicht über unsere Defensive lästern, aber wir können nicht mit dieser Defensive reingehen, wie ich finde. Wir haben in der letzten Saison mit einer ähnlichen Defensive 72 Gegentore bekommen. Und wenn wir in dieser Saison sogar tatsächlich offensiven Fußball spielen wollen, dann werden sich zwangsläufig im Zentrum der Defensive noch mehr Lücken auftun. Und unsere Defensive wird nicht stärker dadurch, wenn wir weitere Spieler verkaufen. Und hier finde ich es wichtig, wenn wir uns doch mal in der Defensive verstärken. Vielleicht mit einem neuen Innenverteidiger, vielleicht aber auch zum Beispiel mit einem neuen Sechser, der die defensive Stabilität vorher bewahren kann. Sollten wir natürlich Derek Boyata abgeben, haben wir für die rechte Innenverteidigerposition nur noch zwei Spieler, und zwar Philipp Uremovic und Linus Gechter. Ich finde es natürlich wichtig, dass man Linus Gechter Spielzeit gibt, aber Uremovic hat sich jetzt auch im Spiel gegen Union und natürlich auch im Spiel gegen Eintracht Frankfurt nicht als die perfekte Alternative herausgestellt. Er braucht natürlich noch Zeit, bis er sich hier eingefunden hat, und gegen Eintracht Frankfurt hat es ja auch gut funktioniert, aber ich finde, hier sollten wir noch mit einem möglichen Neuzugang rechnen, weil ich finde halt eben, unsere Defensive, wenn wir die nicht adäquat verstärken, dann stehen wir auch wieder mit 60, 70 Gegentoren am Ende der Saison da. Denn das war letzte Saison unser Riesenproblem. Aber vielleicht löst sich das ja in dieser Saison ja schon fast von selbst. Uremovic war ein guter Schachzug, der hat unsere Defensive gut verstärkt. Aber wir haben immer noch Marc-Overkämpf, Martin Dahl und Linus Gechter als einzige Ersatzfiguren, wenn Boyata uns verlässt. Und dort möchte man sich ja möglicherweise noch verstärken. Und dort ist tatsächlich auch zuletzt ein Bericht aufgekreuzt, dass man Interesse habe an Mika Marmol. Mika Marmol, laut einem spanischen Journalisten, sei Hertha BSC angeboten worden. Er ist 21 Jahre alt, ist spanischer Innenverteidiger und ist momentan Spieler beim FC Barcelona, der B-Mannschaft. Er kommt aus der Jugend von Barcelona, ist an sich eine sehr interessante Personalie, hat sehr viel Potenzial, so wurde in Spanien berichtet, hat noch einen Vertrag bis zum Jahr 2023, ist damit also in der nächsten Saison ablösefrei zur Verfügung. Und ja, grundsätzlich muss ich aber hier einmal festhalten, dass dieser Transfer meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben würde. Ich habe gerade schon gesagt, er ist 21 Jahre alt, hat damit wenig bis gar keine Profi-Erfahrung. Er hat ein einziges La-Liga-Spiel für Barcelona gemacht, ansonsten ist er nie im Profibereich ansatzweise aktiv geworden und er würde unseren jungen Spielern nur die Spielzeit rauben. Er würde sich vor einen Linus Gechter, vor einem Martin Dardai drängen und das würde aus unserer Talentesicht einfach keinen Sinn ergeben. Deshalb würde ich mich eher nicht mit Marmol verstärken, aber einfach nur mal im Hinterkopf behalten, falls da in dieser Saison noch was gehen sollte. Zumal man auch zu Marmol sagen muss, dass er ja auch noch die Sprache lernen müsse, da er eben aus Spanien kommt und dass es wahrscheinlich für ihn auch noch recht schwer wird, sich an den neuen Kader und an unserer Spielphilosophie recht zügig anzupassen. Ich würde mich viel lieber eher mit einem etwas erfahrenen Innenverteidiger verstärken,
damit wir möglicherweise nicht nur eben auf der Innenverteidigung Stammspielerqualität haben, sondern unser Team einfach allgemein noch mehr Führungsqualitäten bekommt, noch mehr Teamfähigkeit von einer Personalie heraus, denn das war das, was uns in der letzten Saison aus der Innenverteidigung komplett gefehlt hat. Aber falls sich Bobic überhaupt auf dieser Position verstärken wird, scheint Marmol momentan der einzige Kandidat zu sein, wozu es momentan Gerüchte gibt. Und ich bin sehr gespannt, was noch in Zukunft passiert. So, an dieser Stelle war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wie gesagt, joint gerne auf meinen Discord-Server für künftige Community-Runden zu den Livestreams. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier in der Endcard könnt ihr tatsächlich noch den Stadion-Vlog anschauen, wo ich natürlich beim Eintracht Frankfurt-Spiel im Stadion war. War eine unfassbare Choreo. Schaut euch gerne den Stadion-Vlog an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss.